Immer noch hielt die wilde Wanda Kapitän Schwarzbart und seine Mannschaft in Schach. Der Morgen brach herein und es dauerte nicht lange, bis die Sonne am Himmel stand. Da haben wir uns aber etwas eingebrockt, Kapitän. Jetzt lass den Klüver doch nicht hängen, Ole. Wir werden doch wohl dieses junge Weibsbild da in die Knie zwingen. Wie willst du das anstellen, Schwarzbart? Unsere gesamte Crew liegt gefesselt auf diesem ungepflegten Schiff. Holzbein schob mit seinem Fuß einige Essensreste, die vor ihm auf dem Boden lagen, zur Seite. Psst. Willst du denn, dass die anderen von unserem Plan Wind bekommen? Was für ein Plan, Ole? Mein Klabauter, Mann. Könnt ihr mal still sein? Kann man ja nicht mal eine Sekunde lang überlegen. Während sie Schwarzbart, Ole und Holzbein aufgeregt unterhielten, zog Ben die Trompetenmuschel aus der Tasche. Psst. Der Plan funktioniert nie und nimmer, Ole. Hast du eine bessere Idee, du neunmal kluger Seeigel? Fängst du jetzt schon wieder damit an? Ich fange mit gar nichts an. Denk doch einfach mal nach, du. Seid um Himmels Willen doch mal still. In diesem Moment pustete Ben mit aller Kraft in die Trompetenmuschel. Doch kein Ton war zu hören. Ben zögerte eine Weile. Er nahm die Muschel aus seinem Mund. Hat er sie möglicherweise falsch benutzt? Schließlich hatte niemand nachgefragt, wie man sie bedient. Ben kratzte sich am Kopf, als das fremde Schiff mit einem Ruck ins Wanken geriet. Schwarzbart, Ole und Holzbein starrten Ben an. Na klar! Was für ein guter Plan, Ben! Der hätte von mir sein können! Du hast uns wieder mal aus der Patsche geholfen, Ben. Wandas Mannschaft geriet in Panik. Bald schon schwappten die ersten Wellen an Deck. Ein Schatten erhob sich aus der Tiefe und brach auf Wanda und ihre Mannschaft herab. Riesige Tintenfischarme umklammerten das Schiff. Und da war er. Seeungeheuer Sven blickte über die Reling in das Geschehen. Schön, dich wiederzusehen, Freund. Du kommst gerade wie gerufen. Wir stecken ziemlich tief in der... Sven? Wanda? Kapitän Schwarzbart und seine Mannschaft erstarrten. Was war denn das, bitteschön? Ihr kennt euch? So ist es. Wanda gehört zu den wenigen Menschen, die ich kenne. Sie ist eine tolle Piratenkapitänin und meine beste Freundin. Du kennst diesen Schuft, der versucht hat, mein Schiff dem Meeresboden gleich zu machen? Ja, Wanda. Kapitän Schwarzbart ist ein mutiger Pirat, der alles dafür tut, dass es seiner Mannschaft und den Bewohnern auf der Seebäreninsel gut geht. Schwarzbart und Wanda sahen sich in die Augen. Ja, wenn das so ist, dann muss ich mich wohl bei dir entschuldigen, Wanda. Ich wollte dein Schiff nicht angreifen. Ach, pappalapapp. Vergessen wir das Ganze einfach. Es war ein Missverständnis. Wanda beugte sich zu Schwarzbart herunter und löste seine Fesseln. Ach, danke. Du bist gar nicht so unheimlich, wie ich dachte. Hast du dich etwa vor mir gefürchtet? Ich? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber dafür meine Freunde auf der Seebäreninsel. Vielleicht möchtest du uns ja bis dorthin begleiten. Ja, dann können wir diesem Wirt beweisen, dass seine Geschichten nur Piratenmärchen sind, sprach Holzbein und schaute Wanda erwartungsvoll an. Na gut, ich begleite euch. Das wird ein Spaß. Und so kehrte Schwarzbart mit seiner Mannschaft und seinen neuen Freunden auf die Seebäreninsel zurück. Er stellte den Landratten Sven vor und erzählte ihnen, was für ein bärenstarker Typ er ist. Für Wanda nahm er sich besonders viel Zeit und zeigte ihr die ganze Insel. Sie wurden die besten Freunde. Und bis heute kann man, wenn man ganz genau hinsieht, die Flotte Lotte auf dem Meer segeln sehen.